Scheiße, ich habe die letzte Form noch nicht raus. Okay. Die letzte Form, wie schon gesagt, Kacke. Dum 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 dum, Bowser, du bist ein Loser. Wieso bist du nur so schlecht? Also sie hätten sich, also es hätten sie echt schwerer machen können. Also es ist echt unverschämt schwach, wie, also es ist echt wirklich unverschämt schwach gemacht. Hier, das ist, ich meine, okay, man muss erstmal drauf kommen. Das ist richtig. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man dir die Bombe an den Kopf jagen muss, aber naja, was bleibt einem anders übrig, gell? Ich meine, spätestens nach 30 Toten weiß man erstmal, dass man an der Ecke stehen muss. Und dann später, spätestens nach weiteren 30 Toten weiß man, dass man das, die Bombe, obwohl, da stirbt man ja nicht, wenn man an der Ecke steht. Okay. Aber irgendwann nach 10 Stunden weiß man dann sicherlich auch, dass man die Bombe zum Platzen bringen muss. So. Ich könnte ja zur Abwechslung auch mal den Kugelwilli abschießen. Obwohl, nee. Dann mache ich nur den Controller kaputt. Und er soll ja noch ein bisschen gehen. So. Ja, das ist halt jetzt irgendwie langweilig. Ich meine, wir stehen halt so rum, warten, bis das Teil weggeht und dann geht erst die Action los. So, jetzt geht's ab. Dr. Wily, komm schon. Die kriege ich auch noch. So, noch ordentlich hinsetzen. Headset richten und los geht's. Dr. Wily, willkommen. So. Ich werde jetzt nicht weiter erläutern, wie ich meine erste Runde gestalte. Seht ihr ja. So. So, und jetzt schießen, 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 schießen. Nein, das war, glaube ich, zu spät, oder? Ich habe auf jeden Fall Damage gemacht. Wieso ist er nicht gesprungen? Warum ist er nicht gesprungen? Ich habe zweimal die Sprungtaste gedrückt. Aber er ist nur einmal gesprungen. Na gut. Na gut. Na gut. Bowser, 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 Bowser. Komm schon. Och Mann, ist das langweilig. Was könnte ich denn da nebenbei erzählen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mir fällt nichts ein. Auf jeden Fall kann ich euch dann schon mal erzählen, wenn wir den Boss geschafft haben, werden wir sozusagen den anderen Weg gehen, den ich euch vorhin sozusagen gezeigt habe. Wo wir auf den Würfel fallen mussten, wo die ganzen Stacheln so waren. Und wir sozusagen dann durch das Loch nach unten fallen. Ja, und da kommen wir dann zum nächsten Boss. Und den Boss könnte ich theoretisch auch in Rekordzeit schaffen. Wenn ich gut drauf bin. Es kommt drauf an. Es kommt echt drauf an. Der Boss ist, also sagen wir mal so, der nächste Boss ist, wenn man ihn nicht kann, richtig, richtig scheiße. Der ist dann echt scheiße, wenn man ihn nicht kann. So, ja, wir genießen die Aussicht, obwohl hier keine ist. Tja, warum auch nicht, gell? Dum 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 dum. So, wie mache ich das jetzt am besten? Die Kugel, die ist scheiße irgendwie. Problem ist noch, er hat ja, man kann an, durch drei verschiedene Sachen sterben. Einmal durch die Flamme auf dem Boden, dann zweitens an dem Feuer, das aus unten rauskommt, an dem Ballon, und drittens an der Bowlingkugel. Und das ist halt, ja, Kacke. Das ist scheiße. So, warten, bis die Bowlingkugel kommt. Und jetzt. Schießen, 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 schießen. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen, oder? Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Wieder zu... Das gibt's nicht. Ich krieg's nicht hin. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, Mann.
Normalerweise müsste ich den doch schaffen. Oh, Moment, ich habe mich versprochen. Sorry. Der nächste Boss ist doch nicht da, wo ich euch... Obwohl, ich könnte ihn theoretisch... Ich könnte theoretisch alle Bosse durcheinander machen. Aber ich möchte es nach einem bestimmten Muster machen. Und zwar so, wie ich es beim ersten Mal durchgespielt habe. Der nächste Gegner ist aber auch eigentlich nicht so schwer. Ich sag mal so, der nächste Boss ist auf jeden Fall schwerer als der hier. Wobei, natürlich, die dritte Form hier hat's in sich. Die hat's in sich. Weil sie auch scheiße ist. Na gut, wollen wir nicht zu viel spoilern. Wobei, gespoilert habe ich ja eigentlich nicht. Ich habe ja nur gesagt, dass der nächste Boss... ja... halt so ist, wie er ist. Ja. Na, genau. Alter Schwede, ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt in einer Aufnahmesession zwei Bosse am Stück schaffe. Aber ich muss auch sagen, jetzt kommen auch erstmal einfache Bosse. Wobei einfach bei I Wanna Be The Guy wirklich... ja, nicht immer zutrifft. Ich meine, bei I Wanna Be The Guy, da ist schon einiges... Also, sagen wir mal so... I Wanna Be The Guy ist ein unfaires Spiel, das ist ohne Zweifel so. Doch wenn man das Spiel oft genug gespielt hat und sozusagen die ganzen Sachen, die man machen muss, auswendig kann, dann ist das Spiel eigentlich machbar. Natürlich nicht ohne zu sterben, also das ist krass. Also wer das ohne zu sterben durchkriegt, der ist kein Mensch, der weiß nicht, was der dann ist. Aber auf jeden Fall, das ist krass. Ich meine, auf Very Hard mag es noch vielleicht gehen. Aber das ist ja auch schon eine ganz schöne Tortur, wenn man arschwenig Speicherstände hat. Speicherpunkte, so rum. Aber, ey, krass. Oh, das hätte ich fast vergessen, auf die Ursprungsposition zurückzugehen. Schießen. So. Komm schon! Oh, Mann! Wie weit muss man da springen? Boah, was? Boah, was soll das, Mann? Das ist doch Kacke. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Leute, ich entschuldige mich dafür, dass ich zu unfähig bin, die dritte Form zu schaffen. Die ersten zwei, die tue ich zu frühstücken. Die sind schlecht wie Sau. Und ich weiß nicht. Ja. So zieht die Zeit ins Land. Ja, wieder mal langweilig. Episch, wir haben ihn getroffen. Boah, wow, jetzt kommt der Frosch. Was für ein Riesenspoiler. Unglaublich. Der Frosch ist auch so stark. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und bumsi-bums klatscht er auf den Boden und schon wieder und dann schon wieder und dann schon wieder und so weiter. Ja, krass, oder? Das haut einen so regelrecht von dem Hocker. So, und da kommt er rübergeflogen und ist sich nicht dessen bewusst, dass wir ihn verarschen. Was passiert, denke ich, wenn ich da jetzt dran schieße? Oh! Cool! Krass! Ich kann den Kugelwilli trotzdem noch hitten. Ich glaube, wenn ich von hinten schieße, platze ich mit. Das wäre nicht gut. Müssen wir mal provokativ einfach mal probieren. Ich glaube, wenn ich jetzt noch öfters frecke, dann probier es einfach mal. Keine Ahnung. Bum, 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 bum. Bums, bums. Bums, bums. Aha, Suizid, nein. Oder doch? Suizid. So, konzentrieren jetzt. Die Kugel, die Kack-Bowling-Kugel, die ist so scheiße. Aber die kommt, glaube ich, auch beim ganz normalen Mario. So eine Kugel, oder? Ich weiß es nicht genau. Komm schon, hitten. Ich habe auf jeden Fall getroffen. Mann, oh. Ach, Leute. Oh. Okay, ich wusste doch, dass da was ist. Ich wusste es. Frustrierend, Mann, Bowser, kannst du nicht stärker sein?
kannst du nicht aus deinem Ballon rauskommen? Bist du zu unfähig? Bist du zu fett oder was? Lässt dich lieber rumfliegen, als zu laufen oder was? Bäm, 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 bäm. Los, komm schon, zeig, was du drauf hast hier. Los, komm. Bäm, 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 bäm. Bomb, bomb. Heißen die Viecher, gell? Oh, geil, ich hab mal daneben geschossen. Eine unglaubliche Abwechslung. Sau geil. Vielleicht treffe ich ja nochmal nicht. Oho, das wäre so geil. Nee, schade. Krass ist, wenn man hier einfach stehen bleibt und dann verschwindet die Plattform und dann hat man ein Problem. Ja. I wanna be the guy. I wanna be the guy. Ist böse, hinterhältig und gemein. Ja, von der Druckwelle wird man getötet. Falls jemand das noch nicht weiß, weil es mir noch nicht bisher passiert ist. Aber glaubt mir, Leute, ich bin schon oft genug beim ersten Mal durchspielen in dieser Druckwelle gestorben. Ich möchte das nicht nochmal haben. Moment, Moment. Ah, fuck. Okay. Ich wollte dort ran schießen. Wieso ist auf dem Ballon eigentlich so eine Art Clowns-Gesicht? Ich verstehe es nicht. Will der Bowser wohl seine Gegner zum Lachen bringen oder was? Oder? Ich weiß nicht. Das ist ein übelster Endboss mit einem Clowns-Gesicht auf seinem Ballon. Ich meine, allein schon, dass er in einem Ballon rumfliegt, ist schon. Boah. Das ist natürlich episch. Endboss-mäßig und so. Ich meine, Dr. Wily, der hat schon Stil. Ich meine, guckt euch ihn doch mal an. Er ist fast kahl oben und. Ja. Fliegt in einem Ballon rum. Ist halt eine coole Sau. Ist halt so. So, ach Mann, ich hasse diese Scheiße jetzt, aber die kommt. So schießt er eigentlich immer nur 3 Kugeln. Das finde ich irgendwie dumm. Wow, wow, episch. Ich hab's geschafft. Wow, was? Ja, es ist böse. Es ist böse. Es ist böse. Es ist scheiße und. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Boah, geschafft, schon wieder! Komm schon! Wily, ich hau dir die Fresse breit! Ach, scheiße, Mann! Immer schön so in der Mitte bleiben, dann ist man eigentlich so gut wie sicher, kann man sagen. Und schießen, 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 schießen! Okay, okay. Holen wir es nochmal. Okay, schon wieder geschafft. Boah, es läuft gut. Es läuft bisher sehr, sehr gut. Ah, ich sollte mich aber nicht so früh freuen. Ich sterbe sowieso gleich wieder. Oh, scheiße. Ich bin aufgeregt, wieso? Komm schon, komm schon, komm schon, Wily, geh down. Ja! Oh, oh, oh. Ich muss noch drüber kommen. Oh, ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, hoffentlich, bitte. Passiert jetzt noch was? Ich glaube nicht, oder? Oder? Ich habe 2 Bosse in einer Aufnahmesession geschafft. Und epische Mario-Musik. Yeah. Hui! Hey, da fehlt das. Aua! Muss ich halt machen. Moment. Kann ich nochmal zurück und speichern? Bitte. 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 Hoffentlich ist es nicht so verfällt. Was? Was? Wieso kam da jetzt ein Kugel-Willi? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan, aber wieso kam er? Okay. Okay. Oh nein, oh nein, es kommt. Oh nein, es kommt eine Scheißstelle. Okay, bitte nicht. Boah, ich habe ihn geschafft. Okay, ich habe ihn geschafft. So. Das heißt, 2 Bosse geschafft. Und das in 0, nix. Okay, das ist scheiße, das ist eine Kackstelle, das gebe ich zu. Okay, probieren wir es mal.